Terre des Hommes macht seit einem Jahr eine Kampagne. Unser Slogan ist Kinder haften für ihre Eltern und es geht natürlich um die Nachhaltigkeitsfrage. Jetzt auch gerade in der Vorbereitung der großen Rio-Konferenz wollen wir eben darauf aufmerksam machen, dass gerade die Kinder das Recht auf eine ökologisch intakte Umwelt haben. Und möchten, dass dieses Recht auch sehr viel stärker in die Öffentlichkeit kommt. Diese Kampagne hat eine ganze Reihe von Elementen, eben unsere Aktion. Wir haben dazu vier Studien veröffentlicht im letzten Jahr. Und heute gerade haben wir die neueste bekommen, nämlich ökologische Kinderrechte schützen über die normativen Grundlagen. Denn wir wollen, dass das auch wirklich eine Rechtsgrundlage bekommt. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch Spenden sammeln mit unserer Aktion Zukunft sehen, die wir jetzt auch heute gestartet haben. Da kann man also mit so einer kleinen Blumenkugel uns unterstützen. Dafür sammeln wir auch Spenden. Und das dritte große Element, das kann man in der Aula auch sehen, wir haben einen Malwettbewerb gestartet. Wir haben 2000 Banner hergestellt, über die Schulen verteilt und da sollten eben die Kinder und Jugendlichen malerisch ausdrücken, welche Botschaft sie haben für die große Rio-Konferenz. Und mit diesen Bannern machen wir jetzt sehr viele Aktionen. Gerade kommen wir wieder vom Potsdamer Platz, da haben wir eine Presseaktion gemacht, auch mit gutem Erfolg. Und das ist also ein sehr schönes Medium, weil die Kinder und Jugendlichen sich natürlich, bevor sie etwas malen können, mit der Thematik intensiv auseinandersetzen. Das ist also unsere Aktion, die wir jetzt von Terre des Hommes gerade hier bei dem MacPlanet-Kongress, der sozusagen diese gesamte Thematik behandelt, auch in den Vordergrund bringen wollen. Gleichzeitig gibt es verschiedene Workshops, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von uns diese Thematik auch inhaltlich ausführlicher begründen mit ihren vielen verschiedenen Aspekten. Können Sie da zwei, drei nennen, einen Workshop nennen? Ja, es ist gerade einer gewesen, der hatte das Oberthema gutes Leben. Das ist ja ein Begriff, der insbesondere im lateinamerikanischen Raum inzwischen richtig ein Modebegriff geworden ist. Da wird sich eben drüber auseinandergesetzt, dass diese ganze Wachstumsideologie eigentlich uns gar nicht einen besseren Lebensstandard beschert, sondern dass man sich genau darüber unterhalten muss, was denn eigentlich ein gutes und auch der Natur angepasstes Leben ist. Wir stützen uns dabei auf unsere vielen Projektpartner, die wir in Lateinamerika, Asien und Afrika haben. Wir unterstützen etwa 400 Projekte weltweit und eine ganze Reihe von denen beschäftigen sich mit solchen Fragen. Auf der einen Seite auch als Reaktion beispielsweise auf den Klimawandel oder auf die schädlichen Auswirkungen vom Bergbau und anderen extraktiven Industrien oder dem Pestizideinsatz. Also sozusagen setzen sich damit auseinander, wie man diese schädlichen Auswirkungen vermeiden kann. Ja, und sie denken eben auch drüber nach, mit welchen Alternativen und mit welchen anderen Arbeitsformen man die Situation auch verbessern kann. Und das alles natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass es insbesondere für die Kinder nützlich sein soll. Ja. Das habe ich zwar was völlig anderes erzählt als heute Morgen, aber... Ich finde dieses Kinderhaft für ihre Eltern halt super. Also mich würde interessieren, wie sie da sozusagen, wenn man das irgendwie so ein bisschen ausführen kann, diese Plakataktion, was da gemalt wurde oder so. Also was, Sie haben ja Feedback von den Kindern bekommen. Kann man da irgendwas zu sagen? Ja, also... Also unser Slogan orientiert sich natürlich an diesem bekannten Baustellenschild. Da steht ja drauf, Eltern haften für ihre Kinder und soll eben darauf aufmerksam machen, dass die Aufsichtspflicht gewahrt werden muss. Und wir haben das umgedreht.
um deutlich zu machen, dass die Entscheidungen, die jetzt von den Erwachsenen getroffen werden und die jetzt in der Wirtschaft, in der Politik die Situation bestimmen, dass diese Entscheidungen Auswirkungen haben und diese Auswirkungen eben die Kinder und Jugendlichen am Ende tragen müssen. Wenn wir also die Umwelt verhunzen, wenn wir sämtliche fossilen Brennstoffe verheizen und hinterher nichts mehr über ist, ja, dann haben die Kinder oder die nachfolgenden Generationen den Nachteil und müssen dann sehen, wie sie zurechtkommen. Und darauf wollen wir hinweisen, das ist die Idee. Bei unseren Bannern ist es so, da gibt es die ganze Bandbreite. Da gibt es ganz düstere, also von Jugendlichen, die sozusagen denken, unsere Zukunft ist schwarz. Ne? Und ganz hoffnungsvolle, ne? Mit dem Regenbogen und wie auch immer, wo eben die Natur so geschildert wird, wie die Kinder sie sich auch wünschen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wir sind ganz teilweise gerührt darüber, wie diese Ergebnisse dann ausgefallen sind. Wir werden noch einen großen Teil davon mit nach Rio nehmen. Und wir hoffen natürlich, dass wir die Medien dazu bringen können, darüber auch ein bisschen was zu berichten. Und nicht nur, dass es für uns eine gute Aktion war, sondern eben auch darüber hinaus ausstrahlt.